Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute ein Aufgebraucht-Video. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen was gesammelt. Ich kann es euch immer so zeigen. Ja, ihr könnt reingucken. Ich sammle das jetzt immer hier in dieser großen Tüte. Ich muss sagen, es ist so mittelmäßig geworden. Es ist jetzt nicht sehr wenig, aber es würde jetzt auch nicht zu so einem XXL-Aufgebraucht-Video reichen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Mit den unspektakulären Sachen wie so Wattepads. Da habe ich wieder so eine Packung aufgebraucht. Und dann habe ich aufgebraucht von Balea die Diamantentraum-Cremeseife. Mein Freund und ich, wir holen uns ja immer so ab und zu irgendwelche. Wir haben jetzt gerade die von Edeka wieder. Also immer mal unterschiedlich. Aber ich hatte ja meine Lieblings-Handseife. Die gibt es aber leider nicht mehr. Deswegen ist es eigentlich egal, was wir kaufen. Aber es gab auf jeden Fall schon mal einen Liebling. Aber so kaufen wir immer alles Mögliche. War eine gute Seife, sage ich mal so. Dann habe ich ein Deo aufgebraucht, und zwar das Far Luxurious Moments. Das kaufe ich mir immer wieder mal ab und zu nach. Wie viele von euch wissen, benutze ich erst ein Deo Roll-On und dann ein Deo Spray so über den Tag. Und da mache ich das eben sehr gern, weil es wirklich gut riecht. Das Problem ist da nur, alleine aufgetragen, jetzt nach dem Rasieren, würde ich es nicht empfehlen, weil es doch schon sehr, sehr brennt. Also das kann ich jetzt so nicht empfehlen, einzeln. Aber so über ein Deo Roll-On drüber finde ich das wirklich gut. Dann habe ich hier den Deo Roll-On von Balea aufgebraucht, und zwar der Vanille ohne Alkohol. Die von Balea mag ich wirklich gern, die halten wirklich gut. Die Gerüche sind wirklich super, aber der Liebling von mir ist hier das Vanille. Riecht eben sehr schön nach so einer cremigen Vanille und nicht so nach diesem übelst mega künstlichen Duft. Und ja, bin ich wirklich ein Fan von, sind so super günstig. Ich glaube 60 Cent oder so kosten die. Ja, und würde ich mir auch definitiv nachkaufen. Genauso wie gesagt, wie das von Far, kaufe ich mir auch immer ab und zu nach. Dann habe ich endlich von Balea das Gesichtswasser aufgebraucht, das ohne Alkohol, hier für trockene und sensible Haut. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Gesichtswasser, oder ich benutze so selten Gesichtswasser. Ich schminke mich einfach ab und mit meinem Abschminkzeug und das war's, und benutze eigentlich kaum irgendwie Gesichtswasser, weil umso mehr ich Schicht per Schicht irgendwie dieses Ding abschminke, umso trockener wird meine Haut eigentlich auch. Und deswegen habe ich das nie verwendet und habe jetzt wirklich so gekämpft. Ich habe das jetzt schon so lange gehabt und habe es jetzt endlich aufgebraucht. Da waren zwar nur 200 Milliliter drin, aber ja, ich habe sehr lange gebraucht, um das jetzt leer zu bekommen, und bin endlich froh, dass es weg ist. So hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es aber trotzdem, obwohl es für trockene und sensible Haut ist, jetzt nicht unbedingt so, dass es wirklich gut dafür für meine trockene Haut war. Also es war so, dass ich dann trotzdem danach noch ein Spanngefühl hatte und ich mich sofort gefühlt habe, ich müsste mich sofort eincremen. Also naja, weiß ich nicht, was ich so davon halten soll. Also ich würde es mir definitiv irgendwann vielleicht mal nachkaufen, wenn ich mal wieder ein Gesichtswasser haben möchte oder so. Aber das super gut war es jetzt auch nicht. Dann machen wir noch weiter mit Duschgel. Da habe ich hier von Balea das Brazil Mango Duschgel hier aufgebraucht. Ja, ich muss sagen, ich bin komplett von diesen ganzen Duschgels hier weg. Also ich kann das alles nicht mehr riechen. Alles, was mit Kokosnuss zu tun hat oder mit so fruchtig oder so, mag ich zurzeit überhaupt nicht. Ich bin eher so voll die Frische geworden. Also lieber ein dezenter Duft und ein frischer Duft, anstatt wirklich so einen mega aufdringlichen, süßen, fruchtigen Duft. Also mag ich gar nicht mehr. Kann natürlich daran liegen, dass es Winter ist. Aber vielleicht mag ich das ja im Winter wieder. Aber war ja so oder so eine Limited Edition. Von daher gibt es ja so oder so nicht mehr. Aber ich versuche die gerade alle irgendwie aufzubrauchen, um die loszuwerden. Ich bin gerade stark am Kämpfen bei einem Kokosnuss-Duschgel oder Kokos-Duschgel, was ich wirklich endlich loshaben will. Dann habe ich zwei große Pullen Haarspray aufgebraucht. Einmal das von TAF, das Power Haarspray in mega stark, also in der, in der Stärke 5. Gab es mal hier in dieser Special Edition mit 400 Milliliter. Ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen Taft Haarsprays, aber mein Liebstes ist ja so oder so das Grüne oder das Pinke. Das Schwarz-Pinke hier ist auch gut. Ja, also finde ich super, kaufe ich mir auch immer wieder nach. Aber da hatte ich jetzt wirklich auch sehr, sehr lange zu kämpfen. Das Einzige, warum ich es jetzt so schnell leer bekommen habe,
war durch meine beste Freundin, weil die so viel Haarspray immer verwendet. Und wenn die immer mal ein paar Tage hier bei mir übernachtet und benutzt mein Haarspray, dann ist es immer ziemlich schnell leer. Soll jetzt kein Vorwurf sein oder so, aber deswegen ist es jetzt schon so ziemlich schnell leer gegangen. Das hier habe ich schon seit bestimmt 2 Jahren jetzt gehabt und habe es jetzt auch endlich mal aufgebraucht von Wella. Das Pro Series in der Stärke 3. Fand ich auch ganz gut, aber ich habe ja so oder so 2 Lieblings-Haarsprays. Da wird auch bald jetzt noch ein Video kommen von Wellaflex, wo ich euch ein Haarspray vorstelle, das ich wirklich super gut finde. Aber so habe ich jetzt das hier von auch von der Reihe, von der Wella-Reihe, nur dieses Shine oder wie heißt das denn nochmal? Glossy Shine, genau. Das ist mein liebstes Haarspray. Das hier, ja, ist so mittelmäßig einfach. Also würde ich mir, denke ich, nicht nachkaufen. Dann lieber meins von Wella, das Glossy Shine. Aber war echt ein ganz gutes Haarspray. So, dann geht's weiter mit einem Pflegeprodukt noch. Und dann noch was anderes. Und dann sind wir schon beim Kosmetischen. Da habe ich jetzt hier von Schabens. Hier dieses reife Haut Anti-Age Konzentrat. Diese Dinger kaufe ich mir halt mal ab und zu und benutze sie dann eine Woche. Fand ich wirklich gut, hat wirklich sehr schön gepflegt, hat die Haut wirklich super weich gemacht. Ja, so Anti-Age Sachen übrigens nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich schon so alt bin oder so, oder warum ich das jetzt schon benutze, weil ich noch nicht so alt bin. Aber die pflegen eben am besten, ja. Fand ich wirklich gut, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mein Octinisept aufgebraucht, dieses Wunddesinfektionsmittel. War jetzt für meine Tunnel einfach gedacht, also ja, um die einfach danach hier zu pflegen oder zu schützen oder zu desinfizieren. Und da waren 50 Milliliter drin, hat 6 Euro gekostet, also wirklich nicht günstig, ist aber, finde ich, auch das Beste, was man haben kann. Ist eben sehr, sehr gut so für die Schleimhäute einfach, also kann ich euch nur empfehlen. Dann kommen wir, wie gesagt, zu den kosmetischen Sachen. Da habe ich 4 Stück. Zu einem habe ich einmal von MyBase, von Essence gibt es ja leider nicht mehr, die Skin Perfection Makeup Base. Die habe ich einmal wieder aufgebraucht, ist mir hier leider irgendwie ein Loch reingekommen, muss ich daraus dann immer drücken. Aber das hier ist komplett leer. Ist ja mein Lieblingsprimer, wenn man ihn so nennen will. Also einfach so eine Make-up Base, dass das Make-up länger hält. Gibt es aber leider nicht mehr im Sortiment, was ich sehr, sehr schade finde. Ich hoffe, die bringen mal einen neuen raus. Oder ich will jetzt den von Nivea ausprobieren für trockene Haut. Diese Make-up Base von Nivea. Falls ihr die mal schon getestet habt, schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie ihr das findet. Dann habe ich einmal hier von Essence das Moisturizing Make-up aufgebraucht. In der Farbe 01 ist dieses wirklich deckende Make-up, was auch wirklich ein super glowiges Finish hat, gibt es leider auch nicht mehr im Sortiment, wurde auch rausgenommen. Da habe ich aber auf jeden Fall auch noch ein paar Backups. Falls ihr übrigens so ein Backup-Video sehen wollt, dann kann ich das gerne mal machen. Ich habe nämlich ein paar Dinge als Backup gesammelt, wie sagt man dazu, gespeichert, wollte ich schon sagen, einfach Backups, ihr wisst schon, was es ist. Und von Essence den Coverstick habe ich aufgebraucht, also ja, da komme ich nicht mehr rein, da möchte ich jetzt auch nicht so rumfummeln und auftragen und so. Ja, den werde ich jetzt auch einfach wegschmeißen, fand ich auch immer schon gut, reicht mir auch sehr, sehr lange und werde ich mir auch mal nachkaufen. Das Octinisept übrigens kaufe ich mir auch nach. Und dann von Essence aus der Essence LE, ich weiß nicht mehr welche das war, dieser Highlighter, den ich da mir mal geholt habe, den habe ich jetzt eigentlich fast schon komplett aufgebraucht. Ich werde ihn nur jetzt weghauen, weil wenn ich da mit dem Pinsel reingehe, dann geht das Ganze hier einfach nur ab und bröselt hier drin rum und das bringt mir da nichts mehr. Ich wollte nur euch zeigen, dass ich das hier jetzt komplett schon aufgebraucht habe. Ja, ich bin voll stolz auf mich. Ja, dass ich schon so einen Highlighter jetzt aufgebraucht habe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr mein Hit the Pan Video gesehen habt, aber da sieht man auf jeden Fall, dass ich Bronzer und Highlighter wirklich gut aufbrauche. Und das war wirklich ein Liebling von mir, den es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Also ich werde ihn auch vermissen. Ich habe ihn sehr, 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 sehr gerne getragen. Und ja, habe mein Backup leider meiner besten Freundin geschenkt oder meiner Schwester. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es das jetzt mit dem aufgebrauchten Video. Das waren alle meine Produkte. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!